Schluck Tee und wir legen mit dem offiziellen Teil los. Herzlich willkommen zum Skizzenbuch Live im Januar. Und dieses Mal hatte ich mir ein Thema ausgesucht, was wir jetzt auch in der Wildblumen-Aquarellakademie noch behandeln in den nächsten Wochen, nämlich Flechten. Wir machen heute eine ganz bestimmte Flechte, nämlich die Gelbflechte, die einen sehr, sehr passenden Namen hat. Mein Name ist Gesche Sanden, ich bin Ökologin und Künstlerin und die Gründerin der Wildblumen-Aquarellakademie. Ich helfe dir, die Natur mit Skizzenbuch und Aquarell zu entdecken. Los geht's! Hier habe ich schon eine Flechte gemalt auf der Seite, die Trompetenflechte. Ich habe hier auch noch so ein paar Reste auf dem Schreibtisch rumliegen. Und dann hatte ich das Skizzenbuch draußen und habe natürlich gleich überall Dreckspritzer gemacht. Von daher kommt jetzt noch ein bisschen mehr auf die Seite, um von den Dreckspritzern abzulenken. Nämlich einen kleinen Abschnitt von diesem Zweig der Gelbflechte. Ich möchte mir jetzt nicht zu viel vornehmen, sonst sitzen wir hier nämlich 3 Stunden. Die Gelbflechte ist eine der häufigsten Flechten in Deutschland. Also ich bin davon überzeugt, wenn du eine Flechte findest, dann die Gelbflechte. Die wächst am allerliebsten auf Baumrinden, in Hecken, an Bäumen, auch so an Bäumen, an Straßenrändern, an Hauptstraßen und so wächst die sehr, sehr gerne. Mal mehr, mal weniger gelb. Wenn die in der Sonne ist, wird sie sehr gelb und wenn sie im Schatten ist, bleibt sie eher so grau-grünlich. Wie hier zum Beispiel, das Stück war eher im Schatten. Und es gibt ja diese allgemeine Aussage dazu, Flechten sagen was über gute Luftqualität und so. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt einige Flechten, die für gute Luftqualität stehen, die dafür stehen, dass es da wenig Feinstaubbelastung gibt, die Nährstoffarmut anzeigen und dergleichen. Aber Flechten, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, Flechten sind... Das ist eine Symbiose aus einem Pilz, also verschiedenen Pilzarten. Jede Flechtenart hat praktisch einen spezifischen Pilz und einer Cyanobakterie bzw. einer Grünalge, also eine Pflanze, die Photosynthese betreiben kann, ein Teil der Photosynthese betreiben kann, und einem Pilz, die bilden eine Symbiose und das, die verschiedenen Kombinationen bilden die verschiedenen Flechten. Und die haben wie jedes andere, also wie wir das von Pflanzen zum Beispiel auch kennen, verschiedene ökologische Amplituden. Und die Gelbflechte mag es gerne auf nährstoffreichen, stickstoffreichen, feinstaubreichen Flächen und Lüften. Lüften ist gut. Das heißt, du findest die wirklich auch an der Hauptstraße irgendwo an einem Baum oder im Münsterland direkt neben einem 3-mal überdüngten Acker oder so, auch da wächst die Gelbflechte. Also nicht jede Flechte gibt unglaublich tolle Luftverhältnisse an. Manche Flechten zeigen zum Beispiel auch Stickstoffeintrag an und es gibt einen ganzen Haufen an Flechten, die früher recht selten waren, also so vor 100 Jahren recht selten waren und mit der Eutrophierung, also dem übermäßigen Eintrag an Nährstoffen, vor allen Dingen Stickstoff und Phosphor in die Landschaft, haben die enorm zugenommen, weil die, wie gesagt, nährstoffreiche Untergründe bevorzugen. So viel also zu den Flechten. Sabine fragt, wie vermehren sich Flechten? Haha, auf 2 Arten. Ich reiße das im Moment nur an. Sabine, am Wochenende hast du den PDF-Guide zu häufigsten Flechtenarten in deiner Akademie im Kursbereich. Und da erzähle ich das nochmal detaillierter. Flechten vermehren sich entweder vegetativ, also nicht durch Sex praktisch. Da bricht einfach ein Stück Flechte ab. Das wird im Winde verweht. Viele Flechten haben auch so Krümel auf der Oberfläche. Und die sind extra dafür gedacht. Da sind praktisch ein paar Algenzellen, ein paar Pilzzellen in so Krümeln auf der Oberfläche. Ich habe gerade leider keine Flechte, wo das ein gutes Beispiel ist, aber manche Flechten sind außen Lappen und innen ist es so krümelig. Die werden vom Wind verweht, landen wo es ihnen gut gefällt und da kann die neue Flechte ansetzen. Das ist das eine. Und dann gibt es noch die sexuelle Fortpflanzung. Die geht über den Pilz. Wie Pilze sich fortpflanzen, ist ein bisschen komplexer. Das spare ich jetzt aus. Aber
diese Kreise hier in der Mitte sind Fruchtkörper. Aus diesen Fruchtkörpern schleudert der Pilz praktisch Pilzsporen. Das heißt, die sexuelle Fortpflanzung von Flechten geht nur über den Pilz. Der Pilzanteil macht Sporen über diese runden Scheiben. Die Frucht, das sind halt Fruchtkörper, werden die Sporen in den Wind gebracht und dann landen die Sporen wo und müssen halt auf gut Glück dann auf die richtige Alge treffen, damit sie dann wieder eine Gelbflechte bilden können. Das scheint aber zu funktionieren, sonst wären Flechten ja nicht unglaublich erfolgreich. Also ich finde es ein bisschen hohes Risiko zu sagen, ich schleudere jetzt einfach nur einen Teil von mir in die Umwelt und dann findet es schon die richtige Grünalge, damit ich wieder eine Gelbflechte werde, aber es scheint zu funktionieren. Das also zur Fortpflanzung von Flechten, größtenteils vegetativ, einfach Stücke absichtlich oder unabsichtlich, gezielt oder nicht gezielt, abgebrochen, durch Wind verteilt, durch andere Dinge verteilt und setzen sich woanders fest. Oder eben durch die Sporen, durch diese runden Fruchtkörper von dem Pilzteil. Aber wie gesagt, in dem Exkursionsführer in der Akademie, Sabine hatte das gefragt, die ist in der Wildblumen-Aquarell-Akademie, beschreibe ich das nochmal detailliert. Okay, also, ich habe das Foto verlinkt von der Flechte, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Weil ich werde jetzt praktisch diesen kleinen Ausschnitt zeichnen, denn hier ab einem gewissen Punkt ist es eine Geduldsfrage. Und wir säßen Stunden hier. So, dann gucken wir mal, dass ich das. Ich habe im Moment ja ein großes Skizzenbuch, Stillman Burn. Ich halte es einmal hier hin, für alle, die die Frage haben, welches Skizzenbuch ich gerade verwende. Ich teste das gerade, sonst habe ich immer Hahnemühle Watercolor Book. Alle Markennennungen ohne Auftrag. Ich teste gerade halt auch nur, was mir gefällt und was ich mag. Und noch, ihr seht ja, im Prinzip, ich bin da ganz zufrieden mit gerade. Okay. Gehe ich mal dichter ran für euch hier. Und lege los. So, schauen wir mal, wie weit wir kommen heute. Erstmal ungefähr die grobe Lage von diesem Stängel und dann fange ich mit den Falten an, mit den Kanten von den Falten. Ich meine, das Gute, was du dir hier überlegen musst, ist, dass die Flechten so unregelmäßig sind, dass es nicht macht, wenn du nicht hundertprozentig exakt so zeichnest, wie das Original ist, solange du irgendwie die Essenz, das Prinzip der Flechte erkennst und das so rein vom Licht- und Schattenverhältnis Sinn macht, fällt das dann nicht weiter auf. So, hier sind nämlich lauter Flechtenteile über dem Ding drüber. So ein paar Mini-Fruchtkörper hier am Rand. Und hier geht der Stängel weiter. Hier kommen auch so ein bisschen andere Flechten raus in Grau. Das sind Schwielenflechten. Die sehen ungefähr so aus. Von den Gelbflechten, das ist die gewöhnliche Gelbflechte, da bin ich mir sicher, von den Schwielenflechten gibt es auch, die sind auch sehr häufig. Da gibt es verschiedene Arten. Mehr als euch die Gattung sagen, möchte ich da nicht. Ich möchte mich flechtenmäßig nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich warte aber noch darauf. Ich meine, jetzt mit Covid wird das eh nichts. Da müssen wir abwarten. Aber manchmal bietet der NABU in Münster und die Botanik AG vom NABU eine Flechtenexkursion an. Und das ist wirklich, wirklich toll, weil ich ja jetzt natürlich im Studium auch nicht mit Flechten vertraut gemacht wurde. Das heißt, alles, was ich an Flechtenbestimmung weiß, habe ich praktisch selber über Bücher kennengelernt. Buchempfehlung kann ich die Tage auch nochmal geben, wenn du dich auch für Flechten interessierst. Ich gebe gerne weiter, welche Bücher ich benutze und wie gut ich damit klarkomme und welche App ich benutze und wie gut ich damit klarkomme. So, hier diese zentrale Gruppe an Fruchtkörpern ist eigentlich das, was wichtig ist.
Eieieiei. Irgendwie gleichförmig, aber so gleichförmig dann doch wieder nicht. Das ist schon... Ich mache die jetzt ein Tickchen größer, als die in echt sind. Und vielleicht tust du dir einen Gefallen und zeichnest noch ein Tickchen größer. Ich habe zwar schon ein bisschen vergrößert als das Original, aber irgendwie nicht genug. Das ist auch im Übrigen diese... Die Farbe vom Lager, das ist praktisch der Körper, vom Fruchtkörper ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal und auch der Rand vom Fruchtkörper. Hier siehst du, der Fruchtkörper im Zentrum ist so ein dunkelorange und der Rand ist aber eher hellgelb, heller als der Rest. Das sind so Kleinigkeiten, wenn du tatsächlich versuchst zu bestimmen, die du miteinander abgleichen kannst. Das ist ja auch häufig, ob jetzt bei Flechten oder... bei ganz normalen Gefäßpflanzen so, dass man erstmal lernen muss, auf welche Merkmale man denn eigentlich achtet, was man praktisch, was so ein geübter Botaniker Augen, Gehirn schon von selbst einfach so abgleicht, muss man erstmal lernen, was man denn da überhaupt miteinander abgleicht. Also ich zeichne hier so ein bisschen die Lage von den Fruchtkörpern an. Und die wirklichen Details kommen später mit Farbe bzw. durch die tonalen Unterschiede, Licht und Schatten und dergleichen. Und vielleicht versuche ich nochmal dichter ranzugehen hier für euch. Na? Gucken wir mal so. Das sieht doch besser aus. Also, was wie gesagt, im Studium habe ich jetzt nicht Flechtenbestimmen gelernt. Das heißt, es wäre schön, wenn ich tatsächlich mal mit einem Experten, der mit Sicherheit Flechtenarten bestimmen kann, unterwegs ist. Das ist für eigentlich alles, auch für Pflanzenbestimmungen, immer das Beste, wenn man mit jemandem anderen rausgeht, der man kann selber bestimmen und derjenige kann einem dann praktisch sagen, ob man völlig auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg ist. Und wie gesagt, die Form müssen wir nicht hundertprozentig so eng sehen. Zumindest ich sehe das nicht so. Zumal ja wirklich auch, ich sage zwar immer, eine detaillierte Zeichnung und eine überlegte Zeichnung spart dir sehr viel Zeit und Frust später beim Malen. Und das stimmt auch alles. Aber wir wollen ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde zeichnen. Und es wäre bei einem komplexen Motiv wie eine Flechte durchaus völlig angebracht zu sagen, ich brauche jetzt eine Stunde, um das fertig zu zeichnen. Aber dafür sind die Skizzenbuch-Lives. Das sprengt das so ein bisschen den Rahmen. Das ist bei meinen gefilmten Tutorials in der Akademie, gebe ich mir ein bisschen mehr Zeit. Aber hier wollen wir gleich mit der Farbe loslegen. Jawohl. Also hoffen wir, dass ich irgendwann post-Covid nochmal an so einer Flechtenexkursion teilnehmen kann. Das wäre es doch. Das wäre doch nicht schlecht. So. Wenn Fragen sind, gerne reinschreiben. Ich versuche, es wackelt gerade nur so ein bisschen, weil ich versuche, so ein bisschen rauszuzoomen. So. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Immer ganz wichtig zwischendurch. Beim Farbenmischen gebe ich mir im Skizzenbuch meistens nicht so viel Mühe, als wenn ich jetzt eine große botanische Illustration irgendwo mache. Das heißt, ich gucke, ich arbeite mit dem, was ich habe. Ich habe verschiedene Gelbtöne, mein Gummigatt, was im Übrigen in dieser Form nicht mehr hergestellt wird. Lukas Aquarell hat ihr Sortiment verändert und jetzt ist das Gummigatt nicht mehr so, wie es früher war. Das erzähle ich ein andermal noch was dazu. Ich habe das emotional noch nicht ganz durchverarbeitet, dass mir jetzt mein liebster Gelbton nicht mehr so ist, wie er ist. Und ich habe hier ein völlig verdrecktes Zitronengelb, was ich gerade mal versuche, ein bisschen sauber zu machen, dass das nicht komplett grün ist. Aber ich arbeite einfach mit dem, was ich habe. Ich mische nicht viel rum. Ich
kombiniere. Ich meine, bei Gelb ist ja jetzt auch nicht so viel zu mischen. Das ist eine Primärfarbe und dann können wir die abändern, indem wir ein bisschen ins Rot oder ins Grün gehen. Und natürlich kann man immer seine Gelbtöne auch mit ein bisschen lichten Ocker mischen. Das ist eigentlich, lichter Ocker ist letztendlich auch nur ein Gelbpigment, sodass das Ganze ein bisschen bricht und nicht ganz so künstlich kühl aussieht. Lichter Ocker wärmt und blasst das Ganze ein bisschen ab. Das sind alle also Möglichkeiten, aber dann geht das Ganze ja manchmal auch in so einen Grau-Grünton. So. Ich benutze dafür jetzt einfach mein Türkis, mein Kobalt-Türkis, aber wenn du kein Kobalt-Türkis hast, kannst du auch einfach deine Primärfarben Cyan und Zitronengelb ein bisschen mischen und du kommst auch zum Ziel. So. Und weil das ein bisschen knallig ist, kommt da ein bisschen Magenta rein. Ihr wisst schon, grün bricht Magenta. Das an sich ist schon eine tolle Farbe. Da würde ich schon irgendwas mit streichen. Und ein Tickchen Gelb oder lichter Ocker oder so. Jetzt ist es zu grün, also noch wieder ein bisschen Magenta rein. Die Komplementärfarbe. So. Zu grün. Du siehst also, ich eier hier auch manchmal ein bisschen rum, aber schau, jetzt habe ich ein schönes Grün-Grau. Guck mal, habe ich hier irgendwo ein Schmierpapier? Das ich, ja, kann ich. Wunderbar. Das kann ich natürlich ein Tickchen grüner machen. Also ein Tickchen türkiser oder so. Aber es ist praktisch ein getrübtes Türkis. Fast so ein bisschen wie ein Salbeiton. Zusätzlich zu den Gelbtönen, die wir haben. Und vielleicht brauchen wir noch ein bisschen nachher noch ein bisschen transparentes Grau. Ein bisschen transparentes Grau, damit wir die Schatten deutlicher machen. Das ist etwas, was ich euch gleich erzählen werde, nämlich dass das eigentlich Wichtige tatsächlich ist, Licht und Schatten zu erkennen in diesem Falten durcheinander. Und da mische ich schon mal was an. Mein absoluter Liebling. Ich habe hier transparentes Orange. PO71 ist das Pigment. Das heißt, glaube ich, Lasur-Orange oder so, auch bei Schminke. Aber das ist jetzt natürlich Lukas Aquarell. Und ich habe mein Kobaltblau von Lukas Aquarell. Ganz wichtig, dass du einen Kobaltblau nimmst ohne weißes Pigment. Also ich habe ein Kobaltblau, ich weiß gerade die Pigmentnummer nicht, aber hier ist kein weißes Pigment drin, hier ist nur ein blaues Pigment drin. Weil wir wollen einen transparenten Ton, das ist ganz wichtig. Wir wollen ein transparentes Grau, darum mischen wir das auch selber an durch transparente Farben und nehmen nicht ein Grau, was wir schon im Kasten haben, damit wir das dann gleich ganz, ganz, ganz doll verdünnt. Moment, ich nehme davon mal was. Und packe das hier hin, wasche meinen Pinsel aus und haue noch ein bisschen mehr Wasser rein. Also wir wollen praktisch die hellste Verdünnung überhaupt, damit wir nachher Schatten auf Gelb setzen können mit diesem Grau. Das packe ich jetzt aber erstmal zur Seite, denn wir starten mit dem Gelb. Ich gucke einmal, ob ein paar Fragen da sind. Ansonsten male ich hier fröhlich weiter. Ja. Birgit sagt gerade, bei Schminke gibt es das Gummigat auch schon länger nicht mehr. Lukas hat jetzt immer noch eine Farbe im Sortiment, die Gummigat heißt. Die besteht jetzt aber aus zwei Pigmenten. Und wer mich kennt, weiß, eigentlich habe ich für meine Standardfarben zum Mischen, für meine botanischen Aquarelle, immer gerne Farbmischungen aus der Tube, wo nur ein Pigment drin ist. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich bevorratet und da auch 5 Tuben von gekauft. Von meinem Gummigat, meinem Geliebten. Und so muss ich halt mich umschauen. Jetzt ist dafür ist das Indisch-Gelb jetzt auch. Also fast alle Farben sind so ein bisschen geändert. Da muss man immer durch. Alle paar Jahrzehnte ändern diese Traditionsfirmen auch mal ihr Sortiment. Mal sehen. Und ich denke jetzt auch nicht darüber nach,
dass überall in jedem PDF, Material-PDF, was ich empfehle, das Gummigatt steht. Aber gut. Also, ich gebe dem Ganzen eine erste dünne Lasur. Wenn du nicht möchtest, dass Bleistift gesehen wird, kannst du das so ein bisschen abtupfen mit einem Radiergummi, mit einem Knetgummi. Das spare ich mir jetzt, weil sonst siehst du tatsächlich überhaupt gar keinen Bleistift mehr. Das wollen wir auch nicht. Also, ich starte mit einer ganz hellen Mischung, Lasur, variiere da vielleicht so ein bisschen den Farbton. Also ich kann zum Beispiel sehen, das war schon fast zu viel Wasser. Ich kann zum Beispiel sehen, hier oben ist es so ein bisschen zitronengelber. Hier ist es so ein bisschen wärmer schon der Ton. Ich male jetzt auch, das ist ja das Schöne, es ist alles mehr oder weniger ein Farbton. Die alle Bereiche einmal über, also auch die Fruchtkörper oder so. Du könntest auch die ganze Fläche vorher einmal anfeuchten. Ach, siehst du die Linie da? Seht ihr das? Die Hälfslinie hätte ich mal wegradieren sollen. Aber gut, zu spät, jetzt ist da Farbe drauf. Zu spät. So. Und hier ein bisschen Türkis. Und wisst ihr, was ich völlig vergessen habe? Wir haben ja auch noch unser Baumstämmchen. Da nehme ich jetzt so ein bisschen Umbra gebrannt. Und ein bisschen grüne Erde. Und das ist inzwischen schon getrocknet. Darum kann ich hier bis an die Kante rangehen. Das trocknet gerade sehr schnell in der trockenen Heizungsluft. Und gebe dem hier auch schon mal so eine erste Farbschicht. Da streiche die Kante vielleicht ein bisschen. Ach so, den Zweig wieder ins Bild schieben. Klar kann ich das machen, aber wie gesagt, es gibt auch ein Foto. Das habe ich in den Kommentaren ganz am Anfang einmal verlinkt. Weil ich ja weiß, dass man hier relativ wenig Details jetzt erkennen kann hier. Auf dem, ich male praktisch diesen Abschnitt, kann man relativ schlecht erkennen. Aus der Entfernung. So. Bis hierhin kann man praktisch noch gar nichts falsch machen. Und ich schinde jetzt ein bisschen Zeit, indem ich ein bisschen dunkleres Braun noch anmische. Außerhalb des Bildes. Umbra gebrannt, ein bisschen Ultramarin. Und dann grüne Erde. Damit ich hier schon mal noch den Zweig dunkler machen kann und den Kontrast ein bisschen erhöhen. So. Und jetzt wechsle ich, glaube ich, zu einem kleineren Pinsel. Es wird ja heute, ich hatte einen Sechser die ganze Zeit und jetzt habe ich einen Einer, einen Nuller so in dem Dreh. Sonst wird es ja Miniatur, es wird ja so ein bisschen Miniaturarbeit hier. Und schauen mal, was ich mache. Erstmal noch hier ergänzen. Ein bisschen dunkler Zweig guckt raus. Und hier guckt auch ein bisschen dunkler Zweig raus.
Und hier an der Stelle ist auch so ein bisschen eine Lücke. So. Jetzt schaue ich nach Licht und Schatten. Klar, die Farbigkeit ist ein bisschen unterschiedlich. Ein paar Teile sind so ein bisschen hellgelber, ein paar Teile sind so ein bisschen oranger, aber das Wichtigste sind wirklich die tonalen, die Licht- und Schattenunterschiede für jeden Bereich. Ich mache einmal nochmal ein Gelb, was ein bisschen grünlicher ist. Hier. Ich nehme dazu jetzt das Türkis, aber du kannst natürlich auch das Ocker und das Türkis, aber du kannst natürlich jeden anderen Blau- oder Grünton nehmen. Eieieiei, nur dass ich auch so ein bisschen Grünstichiges habe. So. Und der Standard beginnt wie immer. Helle Bereiche spare ich aus. Ich gucke praktisch bei jeder so dieser Falte, wo ist es hell, wo ist es dunkel. Hier ist sowas umgeknickt. Und natürlich auch, welche Farbe ist es? Ist es so ein bisschen grünstichig? Dann bitte gehe ich ins Grünstichige. Und das Interessante werden dann gleich die Fruchtkörper, die hier schon so ein bisschen, so ein paar kleiner, aber das ist wirklich sehr klein. Die haben praktisch immer oben ein Highlight und unten einen Schatten. Und ich gehe auf jeden Fall gleich noch in einem nächsten Schritt durch und setze noch stärkere Schatten, aber ich kann ja schon mal starten hier. Der Rand ist so ein bisschen dunkler orange, na dann. Es ist eigentlich ganz einfach, in Anführungszeichen. Wir malen, was wir sehen. Wenn es grüner ist, malen wir es grüner. Wenn es im Schatten liegt, malen wir es im Schatten, malen wir es dunkler. Und was ihr auch bedenken müsst, ihr seht jetzt ist wieder, das, auch das erzähle ich eigentlich jedes Mal, ihr seht das Ganze jetzt von sehr nah dran. Zwischendurch zoome ich gleich mal raus, damit man nicht völlig den Überblick über Tonwerte verliert. Im Kleinen sieht es nämlich aus wie ein großes Durcheinander. Und mit 30 cm Abstand statt 3 cm Abstand sieht es schon plötzlich ganz anders aus. So, hier an der Kante und hinter den Fruchtkörpern ist es ein bisschen grünstichig. Drumherum auch. Und im Moment spare ich die Fruchtkörper einfach nur aus.
Und wirklich, der allergrößte Effekt kommt dann gleich im nächsten Schritt, wenn wir wirklich extremere Schatten setzen oder so. Ich sehe jetzt beim Malen hier schon überall Stellen, wo die Lappen so übereinander liegen oder direkt hier unter den Fruchtkörpern. Was im Original hier oder auf Fotos deutlich, deutlich dunkler ist. Aber das machen wir dann gleich erst in der nächsten Schicht. Und ich frage mich, ob das Mikrofon von meiner Kamera auffängt, dass Torin im Hintergrund laut schnarcht. Bei Flechten würde ich auch sagen, wenn du Lust hast, Flechten zu malen, dann würde ich sagen, trau dich. Das Schlimmste, was passieren kann, sonst mach es nicht im Skizzenbuch, sondern setz jetzt so ein bisschen feucht und feucht hier so eine orangere Kante. Sonst mach nichts im Skizzenbuch, sondern auf einem Einzelblatt. Dann kannst du es entweder einkleben oder halt wegschmeißen und nie muss es jemand sehen. Aber mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und wenn du völlig verzweifelst, kannst du zum Beispiel auch mein Foto nehmen oder ein anderes Foto von der Flechte, das, die du gemacht hast, und das Foto in Schwarz-Weiß umwandeln. Wir haben ja diese technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Das Foto in Schwarz-Weiß umwandeln und dann siehst du besser die Tonalwerte. Siehst du besser, wo tatsächlich Schatten ist, wo es am allerdunkelsten ist und so weiter. So, ich zoome mal einmal kurz raus, wenn die Kamera es zulässt. Kannst du schon sehen, von Weitem bringt das Ganze schon mehr als vom Nahen dran. Während das vom Weit weg ist, mache ich eben nochmal eine Verstärkung von hier dem Holzkante. Ich wiederhole mich, Umbra gebrannt, Ultramarin. Ihr gebt ein dunkelbraun bis schwarzbraun, je nachdem, wie viel Ultramarin du reintust. Und ich packe noch ein bisschen grüne Erde rein. Das ist jetzt kein Pigment, was ich häufig in der botanischen Malerei verwende, weil es halt auch so ein Erdpigment ist, was granuliert und so. Aber es ist der schnellste Weg, gerade ein dunkelgrün oder so hinzubekommen. Dunkelgrün-braun hinzubekommen. Man muss, wenn du anfängst, so kleine Formen zu umranden, aufpassen, dass es nicht aussieht, als hast du es umrandet, also dass da nicht die Kante sofort antrocknet. Das aussieht. Das wollen wir ja nicht. So. Wirklich nur so ein bisschen die Textur angedeutet durch die Längsstriche hier vom Holz. Wunderbar, ich sehe schon an den Kommentaren, ihr seid alle für, es wird nichts weggeschmissen. Es bleibt einfach alles, wie es ist im Skizzenbuch. Das freut mich natürlich. Ich bin ja immer für versaute Skizzenbücher, in Anführungszeichen für hässliche Skizzenbücher. Die wenigsten Leute von uns, es gibt ein paar tatsächlich, die sind so. Aber die wenigsten Leute sind von selbst so, dass einfach alles immer so aussieht, wie aus dem Ei gepellt. Und es ist wichtiger, das finde ich, das Skizzenbuch so ein bisschen den Prozess dokumentiert, unseren Fortschritt, was wir gesehen haben und weniger wichtig, dass alles gut wird. Zumal, wenn wir unser Skizzenbuch als Übungsbuch verwenden, wie so ein Cahier d'Exercice, Workbook oder was auch immer, es ist zum Üben da und zum Lernen und nicht, dass schon alles perfekt ist. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, ich hatte auch genug Freundinnen, bei denen musste das Cahier d'Exercice auch perfekt aussehen. So.
Bei denen klappt diese Metapher also nicht. Die kleinen Schwielenflechten deute ich wirklich nur an. In einer recht türkisen, grünlichen Version von dem Türkisbraun hier. Die sind ja jetzt nicht der Fokus. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass ich noch ein bisschen Rot, ob du jetzt Magenta nimmst oder dein Orange oder sowas wie ein Echtrot oder so, aber ich mische mir jetzt nochmal ein Dunkelorange an, dass ich das schon mal in diese Scheiben von den Fruchtkörpern setze. Dann können die nämlich danach auch Schatten kriegen. Das ist ganz wichtig, wenn du dir die anschaust, wirst du feststellen, dass die ganz klar einen Wurfschatten haben vom Rand. Gehen wir dann aussetzen. Und hier arbeiten wir jetzt gerade wirklich im Millimeterbereich. Also, wenn dir das schwerfällt, fang am besten etwas größer an, vergrößere ein bisschen mehr, als ich das jetzt getan habe. Ich dachte, ich bin schon großzügig mit dem Vergrößern, aber dann doch wohl nicht so. So, jetzt nehme ich nochmal mein Schwarzbraun und gucke, okay, wo Schwarzbraun, Grün, wie auch immer, wo guckt so ein bisschen Zweig durch? An welcher Stelle hier auch? Und hier. Und jetzt kriege ich die Ringe hier noch ein bisschen gelb-grün. Auch hier bewegen wir uns wieder im Millimeterbereich. Die Ringe von den Fruchtkörpern. Und dann können wir, ich meine, ich verwende hier wirklich auch nur einen Hauch von Farbe. Ne? Und dann verstärken wir Schatten. Man kann schön sehen, dass Kobaltblau trennt sich immer, das setzt sich immer so ab. Das heißt, du musst es immer gründlich einmal durchmischen, bevor du es wieder verwendest. So, wir fangen mit einer recht verdünnten Version an, weil dunkler können wir immer noch werden. Am besten machst du, nachdem du die verdünnte Graumischung angemischt hast, deinen Pinsel einmal trocken, sonst hast du nämlich so einen nassen Pinsel und holst dann erst wieder Wasser auf den Pinsel, weil sonst hast du nämlich gleich so einen Wassertropfen da stehen. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja recht kontrolliert Schatten setzen. Ja, also ich habe die Frage nicht mitbekommen, das tut mir leid, aber ja, das Video ist später hier auch noch in der Gruppe. Das ist gar kein Problem, das bleibt hier in der Gruppe und irgendeine Version davon landet auch auf dem Blog. Hallo an alle, die das über den Blog gefunden haben und noch nicht in der Malen Naturforscherin Facebook-Gruppe sind. Kommt her, ihr seid herzlich willkommen. Dann könnt ihr auch live dabei sein. So. Und dann, ach, ich muss eben mal kurz zurück, dass ich euch überhaupt sehen kann. Sind hier natürlich Schatten da drunter. Und ich habe einen Lappen in der Hand, damit ich wirklich mein Wasser kontrolliere und das Ganze nicht zu nass wird.
Wir wollen hier ganz vorsichtig sein, weil es soll natürlich aussehen, als ist es eine gelbe Flechte mit Schatten und nicht, als ist es eine graue Flechte. Das ist immer die Herausforderung. Das ist die Herausforderung bei allem Gelben, was man malt. So, ich muss mal kurz mich konzentrieren, wie hier die Schatten sind. Das liegt hier hinter, darum ist hier ein Wurfschatten so ein bisschen. Und hier ist es auch schattig in den Falten. Und selbst wenn du brauchst nicht jedes Detail, jede Falte darstellen. Du musst praktisch nur, da sind wir wieder, ne? Immer misstrauisch werden, wenn ich nur und einfach sage. Und eben schnell kurz. Also, wenn du die Falte nachempfindest und das Licht und das Schatten, dann musst du nicht exakt genau jeden Schatten so jede Falte darstellen, wie sie ist, sondern kommst praktisch mit dem Prinzip aus. Und dann kannst du dich sonst herumklammern und sagen, die Falte, die oben liegt, wie hier jetzt mein Finger auf dem Knöchel, die Falte, die oben liegt, hat ein Highlight. Da, wo sie auf der anderen Falte liegt, gibt es einen Schatten. Und alles, was vorne ist, wie kriegt praktisch ein Highlight, so wie meine Hand, die hochgeht. Und alles, was nach hinten ist, wird dunkler. Das ist so eine Faustregel. Ja. Ah, gerade kommt eine gute Frage, nämlich gibt es Wirtspflanzen? Und das Interessante ist, dass Wirtspflanze eigentlich der falsche Ausdruck ist. Die Gelbflechte wächst eigentlich fast überall, auf fast allen Bäumen, fast jeder Baumrinde, fast jeder Hecke, glatte Rinde, raue Rinde, manchmal auch auf Steinen, auch auf künstlichen Steinen, die ist wirklich nicht wählerisch. Und die braucht keine Wirtspflanze, weil Flechten keine, wie nennt sich das denn, keine Parasiten sind. Das ist das Wort, was ich suche. Flechten sind keine Parasiten, die schaden dem Baum nicht. Also die sitzen auf dem Baum, aber der Baum nimmt davon keinen Schaden, der hat auch keinen Nutzen. Flechten sind in sich praktisch Symbiose zwischen einem Photosyntheseteil und einem Pilz. Aber die haben keine Wirtspflanze, weil es sind keine Parasiten. Das ist halt auch so eine Mythe, so ein bisschen wie Efeu, der ja auch häufig runtergeschnitten wird von Menschen und abgeschnitten wird. Nicht, wenn er am Haus wächst, das kann ich verstehen, dass er da den Dachpfannen schadet, das sehe ich wohl ein. Aber wenn er an alten Bäumen wächst oder so, das ist kein Parasit. Der braucht keine Wirtspflanze, der schadet niemandem. Und darum kommt diese Art auch praktisch überall vor und eigentlich keine Flechte ist ein Parasit. Zwischendurch, ganz wichtig bei sowas, wo es viel um tonale Unterschiede geht, immer rauszoomen, am besten weiter als das, was ich jetzt gerade tue, damit man nicht völlig durchdreht. Wenn man nämlich immer so nah vorsitzt, kann man das eigentlich gar nicht mehr beurteilen. Aber ich finde, man kann schon gut erkennen, selbst wenn wir jetzt aufhören würden mit dem Bild, kann man schon gut erkennen, wie wir praktisch durch gezielt Licht und Schatten, durch gezielt zu gucken, was tiefer ist, wo was übereinander liegt, setzen wir eine dunklere Farbe und einen Schatten hin. Wie wir so Tiefe und Details aufbauen können. So. Und man muss wirklich mit dem Grau ein bisschen vorsichtig sein. Ideal wäre, wenn wir jetzt eine Pause einlegen würden
und ich jetzt mindestens eine halbe Stunde das nicht mehr anschauen würde. Weil sonst neigt man echt schnell dazu, immer weiter, immer weiter, immer weiter mit dem Grau zu machen. Und dann ist plötzlich die ganze Pflanze grau. Und von dem schönen Gelb ist nichts mehr übrig. Also, macht nicht das, was ich jetzt tue, sondern macht das, was ich sage und macht eine Pause. Wenn ich finde, an einer Stelle ist ein bisschen zu viel Farbe drauf, kann ich die auch ganz punktuell mit einem ganz leicht feuchten Pinsel wieder abheben. Und dann zwischendurch den Pinsel sauber machen. Jetzt ist es wirklich nur noch an dem Punkt, an dem ich gucke, stimmen die Tonverhältnisse, also stimmt Licht, Schatten, muss ich da noch irgendwas ändern? Oder muss ich irgendwie so von der Textur her noch irgendwo mehr Falten einbauen? Gerade hier in diesen Bereichen ist nämlich die Oberfläche eigentlich ein bisschen unregelmäßiger. Da müssen noch ein paar mehr Falten hin. Aber gleichzeitig will ich natürlich nicht, dass alles helle verschwindet, was wir uns hier mit so viel Mühe freigelassen haben. Huch, das war schon ein bisschen zu viel Grau. So. Also wahrscheinlich würde ich, wenn ich morgen noch mal hingehen würde, mit ein bisschen liegen lassen und so, huch, da die Kamera umhauen, selbstverständlich auch. Und wenn ich die stehen lasse, hier hingehen und wahrscheinlich hier die extremsten Schatten noch verstärken. Ich mache das gerade eben mal mit dem Bleistift. Da machen wir jetzt ein Multimedia-Stück draus. Das ist Geschmackssache. Es gibt immer welche, die sagen, oh, voll cool, das mache ich auch. So ein bisschen mit Bleistift am Ende Textur reingeben. Und denen sage ich, ja, bitte, hier ist, wenn du eine Erlaubnis von irgendwem brauchst, das zu tun, in botanischer Malerei multimedial zu werden, dann hast du hier von mir offiziell die Erlaubnis und andere Leute sagen, finde ich ganz furchtbar, versaut das Bild. So ist es. Aber wie gesagt, also da würde ich vielleicht wirklich ganz lokal die extremsten Schatten hier verstärken. Und eine andere Möglichkeit ist auch immer noch, ihr kennt es schon, der berühmte, rüchtigte weiße Gelstift. Ich bin da jetzt nicht besonders markentreu, weil ich von keinem der Hersteller eine Rückmeldung gekriegt habe, ob die vegan sind. Das ist ja für mich sehr interessant und für ein paar von euch auch. Also mal Uniball, mal was anderes. Und ich probiere im Moment diesen Posca-Stift aus. Der ist total super, weil der nämlich sehr doll deckt. Der ist zwar nicht ganz so dick, also den gibt es auch in verschiedenen Stärken, aber der ist ziemlich, ziemlich deckend und hält viel besser und viel länger natürlich. Und dann könntest du natürlich auch, wenn du sagst, ich habe es hier nicht geschafft, diese feinen, hellen Ränder freistehen zu lassen, vorsichtig reingehen
Das sieht jetzt natürlich sehr extrem aus. Moment, ich nehme das nochmal kurz mit dem Pinsel ein bisschen ab. Und sagen hier Highlight oder hier Highlight oder hier. Wo auch immer du praktisch eine helle Kante gebraucht hättest und die helle Kante gerade nicht da ist, ist das doch eine Möglichkeit für die, die wollen. Aber ich finde, eigentlich haben wir das doch hier ganz solide gemacht mit dem Freihalten. Und fertig ist die Gelbflechte. Das Schöne an der Gelbflechte sind zwei Dinge, finde ich. Das erste hat was mit dem Motiv zu tun, nämlich, dass ich es total wichtig finde, jetzt im Januar, Februar nicht gleich schon in den Frühling, dem Frühling entgegenzurennen, sondern tatsächlich zu gucken, okay, was macht denn, was habe ich denn in der Natur gerade jetzt noch? Klar, auch bei mir stehen die Schneeglöckchen schon so weit. Aber grundsätzlich einfach zu schauen, okay, es ist Winter, was gibt's denn noch? Alle Ilex-Beeren sind vom Strauch gefressen, alle Pilze sind verfroren, aber wenn die Blätter und das Grün alles weg ist, leuchten einem die Flechten so richtig entgegen. Das ist also das Erste, wirklich nochmal so richtig den Winter zu zelebrieren und zu feiern, bevor es dann wirklich im Februar, ich freue mich auch schon auf die Tage im Februar, wenn es dann schon anfängt, so ein bisschen mild zu riechen und die Kohlmeisen sich gar nicht mehr einkriegen vor vielem Balzgesang. Aber bis es soweit ist, können wir noch ein bisschen Wintermotive malen. Das ist das eine. Und das andere hat mit Technik zu tun, nämlich lass dich nicht ablenken davon, dass es so ein komplexes Motiv ist. Wenn du die Grundlagen drauf hast und so ein Gefühl dafür hast, wie Lasieren funktioniert, wie Schattieren funktioniert in der botanischen Malerei, dann, wenn du die Grundtechniken kannst und weißt, wie man ein Bild aufbaut, dann ist eine Flechte auch nicht anders zu malen als jedes andere Motiv. Wir arbeiten uns von hell nach dunkel vor. Ich starte immer mit einer hellen Lasur und dann schauen wir, dass wir die mittleren Töne und die dunkelsten Schatten setzen und plötzlich haben wir tatsächlich etwas, was Form hat. Ja, und wie gesagt, mein Schreibtisch ist gerade voll mit Flechten. Wir malen, das ist eine Rentierflechte, die habe ich in der Heide eingesammelt, als ich bei meinen Eltern war. Und wir malen uns hier, ich male mich hier jetzt noch die nächsten 3-4 Wochen durch die Flechtenwelt mit der Skizzenbuchexkursion in der Wildblumen-Aquarellakademie. Da freue ich mich schon so richtig drauf. Wirklich eins meiner liebsten Motive im Winter. Zum Verabschieden. Wunderbar. Also, ich bin wirklich gespannt. Schön, dass du dabei warst, ob jetzt live oder ob du später zuschaust. Ich bin wirklich gespannt, wenn du selbst jetzt auch eine Flechte malst, wenn du jetzt denkst, oh Gott sei Dank, so kompliziert ist es ja doch nicht, dann freue ich mich natürlich, wenn du das teilst in der Malende Naturforscherin Facebook-Gruppe hier oder mit dem Hashtag Malende Naturforscherinnen, dann finde ich das nämlich und ich kann dich feiern, dass du dich an die Flechten getraut hast. So, jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir einen schönen Abend zu wünschen. Frohes Malen. Einen Gruß an den schnarchenden Hund. Da war zu anstrengend heute draußen. Es gab so viel zu riechen, unglaublich. Okay, wie immer, frohes Malen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch auf eure Bilder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.